Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Genusses, willkommen bei mir in meinem kleinen Weinstudio, chez moi, zu Hause sozusagen. Mal unter uns, habt ihr euch nicht auch im Verlauf der letzten Jahre gedacht, ach, wie wäre das schön, wenn ich mal endlich wieder vorne dran wäre? Wenn ich wüsste, was die Hipster machen, die so hip sind, dass sie ihren Bart schon längst abgenommen haben. Nun, ich bin jetzt vielleicht nicht der Richtige, um für alle Lebensbereiche erklären zu können, was vorn dran ist. Schaut mich an, mittelalter, weißer Mann, keinerlei modische Insignien. Aber beim Wein kenne ich mich ja so ein bisschen aus, zum Glück. Und deswegen geht es diesmal um ein totales Hipster-Thema, nämlich die Crazy World of Naturweine. Naturweine. Gut, da werdet ihr jetzt vielleicht fragen, Moment mal, Naturweine, ist nicht jeder Wein irgendwie so ein bisschen Natur? Ich meine, das sind ja keine Pülverchen, die man anrührt mit ein bisschen Mineralwasser, sondern ist ja schon Traubensaft. Stimmt, also in dem Sinne ist es natürlich, ist Wein natürlich immer Natur, aber Naturwein oder Natural Wine oder Vin Naturel oder Vin Vivant, das meint was ganz Spezielles. Das sind nämlich Produkte, die sich möglichst nah am Ideal des glücklich vergorenen Traubensaftes orientieren. Soll heißen, möglichst wenig Interventionen, sowohl im Weinberg als auch im Keller. In dieser Episode soll es also um folgende Fragen gehen. Was ist überhaupt ein Naturwein oder Natural Wine? Wie unterscheidet er sich von anderen Weinen? Was ist an diesen Unterschieden möglicherweise besser oder schlechter? Und schließlich natürlich, denn sonst wäre hier ja keine Probierstube. Wie schmecken solche Weine? Da wird es auch, vielleicht wird euch der Begriff schon was sagen, vielleicht auch nicht, da wird es auch um diesen Typus hier gehen, nämlich um die Orange. Ja, oder Wein aus Orangen werden wir probieren oder sowas Ähnliches. Naturweine gibt es mittlerweile in ganz vielen Anbaugebieten, auch in Deutschland, auch in Franken, sogar hier direkt in der Nachbarschaft. Und von diesen Newcomern werden wir genauso probieren wie von den Vorreitern, den Pionieren der Bewegung, denn die alten Georgier machen sowas schon seit 6000 Jahren im Übrigen, damit wir dann schließlich ebenso schlau wie glücklich und diesmal sogar vor allen anderen nach Hause gehen können, also sinnbildlich gesprochen.